Ja, irgendwas muss ich machen. Na komm. Oh, warte mal. Die will ich haben. Da ist schon noch einer. Ja, da war noch einer. Noch einer. Die Taschenlampe finde ich ziemlich geil. Fände ich vielmehr. Oh! Ich glaube, wir sind gerade in der ersten Klasse angekommen. Aber müssen wir nicht einfach mal weiter nach vorne? Viele Bomben. Welcher Zünder? Seht ihr allein, Mann? Wer ist Bayern? Wie doof ist dieser Solomon eigentlich? Fragt erst was und naja. Drückt dann ab, wird die Antwort also nie erfahren. Aber irgendwas sagt mir jetzt gerade, dass wahrscheinlich die Kampagne jetzt gleich schon durch sein wird. Seht ihr allein, Mann? Wer ist bei Ihnen? Ja, komm. Sie sind gut, Soldat. Sogar sehr gut. Und was jetzt? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Was ist mit Ihnen? Haben wir jetzt gerade den Zug gesprengt? Da rein! Los, 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 los! Du da, halt ihn auf! Ich glaube, wir haben den Zug mal ein bisschen umgedreht, auf links gekrempelt quasi. Aber Moment mal, war jetzt hier nicht das dicke Bömmchen drin? Wenn ja, dann sollten wir doch überhaupt gar nicht mehr leben. Und so. Naja gut, aber andersrum. Oh, wow, 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 wow. Wow! Aber dann geht die Sache hier wenigstens noch weiter. Hallo Fass. Komm doch mal vorbeigerollt. Ach, was eine schöne Kanalisation. Hallo. Was gibt's denn hier so Schönes? Waterwell Dailing Maker. Ah ja, okay. Roter Punkt. Roter Punkt heißt, da ist einer. Ihn erwischt. Da ist noch einer. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Oder auch nicht. Ich bin jetzt richtig froh, dass ich es gerade geschafft habe, auf die richtige Taste zu drücken. Boah, das sieht ja richtig gut aus hier. Da würde ich direkt reinspringen. Mach ich auch. Oh. Also entweder ist es nicht tief oder wir sind wieder mal Jesus. Nein, nein! Habe ich mich jetzt verzählt, oder?
Nee. Ist, glaube ich, richtig. Wo geht's denn hier weiter, sag mal? Ich meine, es kriegt natürlich auch niemand mit, wenn unten in der Kanalisation da so eine riesige Schießerei ist oder so, ne? Nö. Frag nicht! Schnell rein! Los doch, sonst entkommen sie! Wo hast du den Polizeiwagen her, bitteschön? Die eiskalt müssen wir. Bewaffnete Männer am Times Square. Die müssen von der PLA sein. Schneid dich an. Okay, der Rückspiegel sieht heftig scheiße aus, wenn ich das mal anmerken darf. Hoppala! Polter die Polter. Was passiert hier? Herr Kant! Herr Kant! Herr Kant! Ich höre Stimmen! Sie werden nie gewinnen! Ich geh nicht durch die Dinge! Oh, schade. Hast dich wohl ein bisschen verzählt, wa, Kollege? Na. Nein! Ja, na, komm, jetzt nicht schon wieder verkacken. Na, nicht beißen. Was hat denn der für einen Stern auf der Hand? Ey, Alter, das ist... Sag mal, tut das nicht weh? Also mir tut das weh. Er läuft jetzt auch nicht mehr ganz so frisch. Na, gib ihm! Also, es rauscht ein bisschen, kann das? Jetzt tut's es nicht mehr. Boah, ich habe schon gedacht, wir verkacken es wieder, weil wir im letzten Moment auf die falsche Taste drücken. Also. Ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traue um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Ja, gut, dass ich jetzt nochmal ein bisschen aufgenommen habe, denn wir haben es tatsächlich schon geschafft. Sehr, sehr kurz. Aber wir sind durch und wir haben noch 2,5 Minuten übrig von diesem Part. Das heißt, ich könnte jetzt einfach nochmal ein bisschen rumerzählen. Und zwar, was denn eigentlich? Nee, also ich muss sagen, die Story war ziemlich geil. Auch relativ anwendungsreich. Es hätte mich gefreut, wenn es noch ein bisschen mehr... Ja, fahrzeugtechnisch, der Aspekt, der fehlt ja komplett. Wir haben, glaube ich, nicht einmal doch Panzerrippe gefahren. Ansonsten haben wir nichts eigentlich gemacht.
ich fand es auf jeden Fall ziemlich abwechslungsreich, spannend und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat soweit. Weil das Ende war jetzt sehr überraschend. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was als nächstes Projekt kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal dann, wenn ich sage, Scotchy played a game.